Und deswegen gehen wir mal auf das Thema ein, nach diesem Vorwort. Wie steht der Islam zum Krieg oder Krieg und Frieden im Islam? Ja. Erstmal, wie steht der Islam allgemein zum Krieg? Und ich habe hier mal eine Liste gemacht von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkten, die zeigen, wie der Islam zum Krieg im Koran steht. Erstmal, wie oft kommt das Wort Krieg im Koran vor? 6-mal. Das Wort Frieden mit seinen Ableitungen kommt im Koran 140-mal vor. Und das ist schon ein Hinweis darauf, wie wichtig der Frieden für den Muslim ist. Der nächste Punkt ist, das Wort Islam selber, der Name der Religion, was heißt das? Das heißt nicht Frieden, wie einige behaupten, das heißt Unterwerfung, Ergebung, dass man sich Gott ergibt. Aber dieses Wort wird abgeleitet von dem Wort Salam, was Frieden heißt, und deutet damit auf eine besondere Bedeutung hin, nämlich, dass derjenige, der sich Gott ergibt, dass derjenige, der sich Gott hingibt, dadurch Frieden erlangt. Nächste Sache. Ein Name vom allmächtigen Gott ist As-Salam, der Frieden oder der Friedenstifter. Nächster Punkt. Ein Wort des Paradieses, das was unser Ziel ist, ist Darus-Salam, das Haus des Friedens, was wieder darauf hindeutet, dass das unser Ziel ist. Das heißt, unser Ziel ist Frieden. Nächster Punkt. Schlechte Namen. Der Prophet hat gesagt, der hässlichste Name ist Harb. Harb bedeutet auf Arabisch Krieg. Und er sagte, und als Ali radiallahu anhu mit seinem Sohn Hassan zu ihm kam und wollte ihn Harb nennen, Krieg, da meinte der Prophet alaihi salam zum Ziehen, nein, nenne ihn Hassan. Dann kam er mit seinem Hussein, Sohn Hussein, und wollte ihn Harb nennen, dann meint der Prophet, nenne ihn Hussein. Hassan, das heißt sozusagen gut. Und Hussein heißt sozusagen der kleine Gut, das ist eine Verniedlichung von Hassan. Ja? Okay, nächster Punkt. In einer Dua, die der Prophet Friede und Segen, Dua heißt Bittgebet. Ein Bittgebet, das der Prophet Friede und Segen mit ihm ständig ausgesprochen hat, war Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. Das heißt sozusagen, O allmächtiger Gott, ich bitte dir die Vergebung und Al-Afia, das heißt die Problemlosigkeit. Und jeder weiß sicherlich, dass ein Krieg immer mit Problemen verbunden ist. Jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, lieber Abu Hamza, wie erklärt man denn dann bestimmte Verse im Koran über Krieg, über Frieden, wie erklärt man die? Wie erklärt man die? Ja, ich weiß, die regen sich jetzt auf, weil die wollen nicht, dass ihr zu friedlichen Menschen erzogen werdet, so wie wir. Ich meine, ihr seid sowieso friedliche Menschen. Deswegen regen sich jetzt auf. Wisst ihr, was ich immer beeindruckend finde? Ja? Als ich in Berlin gewesen bin, habe ich einen Dschihad-Vers erklärt. Auf einmal fängt eine Frau an der Seite auszuflippen. Normalerweise hätte ich gesagt, bringt sie alle um. Dann hätte sie ausflippen müssen, aber nicht, wenn ich sage, hier, das bedeutet dieses und jenes, das muss man relativieren. Da muss sie sich ja eigentlich aufholen. Jetzt, in Mönchengladbach, da habe ich eine Geschichte erzählt, wo der Prophet Friede und Segen mit, wo Umar al-Khattab radiallahu anhu einen Gouverneur oder den Sohn von einem Gouverneur bestraft hat, weil er einen Christen ungerecht behandelt hat. Daraufhin fing er auf einmal auszuflippen. Da seht ihr, fängt er an zu schreien. Seht ihr? So. Da fangen sie an, guck mal, das können sie nicht leiden. Die wollen, dass wir hier vorne mit dem Maschinengewehr patrouillieren, ja, und zum Krieg rufen. Das wollen sie gerne. Warum regen sie sich auf? Jedes Mal, wenn du irgendein Vorurteil, was sie haben, relativierst, regen sie sich auf. Genau wie gestern auf der Straße. Da kommt jemand mit irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen, Argumenten und dann widerlegst du sie und zeigst, dass er ein gefährliches, ja, Halbwissen ist schon übertrieben, hat, ja, und ja, dann fangen sie an, zum nächsten Thema zu springen, ist immer so. Aber auf jeden Fall, gehen wir mal auf einige Verse ein, gehen wir mal auf die ganze Geschichte ein, die der Prophet Friede und Segen mit ihm mitgemacht hat. Erstmal, der
erste Vers, wo es um Dschihad geht, wo es um Kämpfen geht, ist der Vers in Surat al-Hajj, Vers 3, 39 und 40. Ja? Das heißt, und der geht so hier, gut zuhören. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Für diejenigen, die ungerecht, den Unrecht zugefügt wurde, ist es erlaubt worden, zu kämpfen, und wahrlich Allah hat die Macht, ihnen zu helfen. Nochmal, für diejenigen, denen Unrecht zugefügt wurde, ist es erlaubt worden, zu kämpfen. Und wahrlich Allah hat Macht, ihnen zu helfen. Das ist der Koranvers. Das ist der Koranvers. So, jetzt schauen wir uns den Kontext an. Wir haben gesagt, wir müssen uns den Kontext auch angucken. Wann ist das genau passiert? Nach der Hijra, kurz nach der Hijra, das heißt, nachdem der Prophet Friede und Segen mit ihm 13 Jahre die Botschaft vermittelt hat, kam die Offenbarung der Erlaubnis für den Kampf. Nach was? Nach welcher Situation? Nachdem ihnen über ein Jahrzehnt lang ungerecht zugefügt wurde. Beispielsweise, sie wurden boykottiert, 3 Jahre, vom 6. bis zum 10. Jahr. 1. Muharram des 6. bis 1. Muharram des 10. Jahres wurden die Muslime boykottiert, sodass sie nichts zu essen und zu trinken hatten, außer Häute von Tieren und Blätter von Bäumen und Regenwasser. Sie haben Hunger erlitten. Beispielsweise wurden sie gefoltert. Khabab ibn Arad beispielsweise, ein Gefährte, oder im deutschen Sprachgebrauch würde man vielleicht den Namen Jünger benutzen. Der wurde auf heiße Kohlen gelegt, auf heiße glühende Steine gelegt, sodass er riechen konnte, wie sein Fleisch verbrannte, und sodass er hören konnte, wie sein Fleisch verbrannte. Und in der Zeit von Umar al-Khattab hat er sein Gewand hochgemacht und hatte in seinem Rücken tiefe schwarze Löcher gehabt. Bilal ibn Rabah wurde in den Sand gelegt. Ein schwerer Stein wurde auf ihn draufgelegt, sodass er bald gestorben wäre. Sumayya, sie wurde getötet, indem er ihr einen Speer in ihre Scham gestochen hat. Yasir, ihr Mann, wurde getötet. Ammar wurde gefoltert. Uthman wurde gefoltert. Die Muslime wurden gefoltert und getötet. Und es gab mehrere Mordanschläge auf den Propheten. Und am Ende mussten sie Mekka verlassen. Und vorher sind schon Gefährten des Propheten, insgesamt 83 Männer und 18 Frauen, nach Abyssinien geflüchtet. Dann der Prophet, dann hat der Prophet a.s. die Hijra, die Auswanderung nach Medina, zur Aufgabe bekommen und ist ausgewandert. Und die Sahaba, die mit ihm ausgewandert sind, mussten ihr ganzes Vermögen, ihr ganzes Geld, ihr ganzes Hab und Gut dort in Mekka zurücklassen. Das heißt, sie haben alles verloren. Sie sind aus ihren Häusern herausgetrieben worden. Und dann kam die Erlaubnis zum Kampf. Als nächstes kam der Befehl, diejenigen zu bekämpfen, die einen bekämpfen. Da sagt Allah in Surah 2, Vers 190, قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Das heißt, bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen, aber übertreibt nicht. Aber übertreibt nicht. So, jetzt kommen wir mal. Gib mir nochmal bitte einen Koran, aber am besten, wenn einer einen auf Deutsch dabei hat. Ist egal. Schlag mal bitte Sure 9 auf, ganz am Anfang. Sure 9. So. Da gibt es beispielsweise so einen Vers, den die, ich wollte gerade schon Spinner sagen, aber ich will ja keinen beleidigen. Ja. Mit denen die Leute immer kommen, ja, nee, so sind wir nicht. Mit dem sie immer kommen, ja. Ha, hier, guck mal da, was da steht hier, ja, da. Ihr wollt uns alle töten. Ja, hier. Sure 9, Vers 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُ. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, da ist dann ein super Spezialist im Internet, der schreibt dann dazu seine,
sein Referat, der schreibt dazu eine Abhandlung und schreibt dann, damit ist der Ramadan gemeint. Ja, erstmal informieren, Mr. Schlau, dann gucken wir weiter. Echt? Aber das nennt man immer total sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, nennt man das auch. Aber auf jeden Fall. Aber ich verrate heute nicht, welche Monate damit gemeint sind, verrate ich heute nicht. Kann er weiter rätseln? Der ist Spezialist im Internet, der Islam-Experte. Dann können wir weiter gucken. Auf jeden Fall. Ja? Wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Dann steht das auf den Plakaten. Schade, heute haben sie gar nicht so ein Plakat dabei. Normal haben sie dann so eine, so, hier, tötet sie, wo ihr sie findet. Kein Zusammenhang, kein Vorwort, kein Nachwort. Einfach irgendwas. Rausgenommen aus dem Koran und dann die eigene Interpretation. Dann waren es dann plötzlich nach dem Monat Ramadan, wenn man keine Ahnung hat. So, lies doch mal, worum es hier geht. Lies doch mal den Kontext, worum es hier geht. Und dann lies doch mal den Vers danach. Vers 6. Vers 6. Was steht denn dann? وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْهِرُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Und wenn einer von den Muschrikin, also die eben noch mit dir gekämpft haben, ja, dich darum bittet, um Sicherheit, Sicherheit bei dir sucht, so gewähre ihm Sicherheit. Und dann, damit er das Wort Allahs hört. Und was danach? Wird er danach getötet? ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ. Und dann lass ihn an einen Ort der Sicherheit kommen. Jetzt flippen sie gleich wieder aus. Warte, warte. In welchem Gesetz gibt es das? Bei den Vereinten Nationen? Da ist das auch so, ja. Die sind auch, alle die angeblich gegen die Vereinigten Staaten gekämpft haben oder auch nicht gekämpft haben, die zufällig daneben standen, die sind auch an einem Ort der Sicherheit. Guantanamo. Ein sicherer Ort, wo sie nicht ausbrechen können. Aber im Islam ist damit, ja, ja. Ich mache mich jetzt nicht über die Häftlinge in Guantanamo lustig, nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich mache mich über die Heuchelei lustig. Ja, guck mal hier im Islam. Aber hier ist mit Ort der Sicherheit gemeint, wo diese Leute sicher sind. Wo gibt es das? Nirgendwo. Ja, ja, ja. Übrigens, dann kommen sie immer mit, ja, medinesische und mekkanische Suren. Medinesische und mekkanische Suren. Ja, das ist eine medinesische Sure, du Schlauberger. Jesus Medina, das ist sogar eine der letzten Suren, die offenbart wurde. Dann der nächste Punkt, ja. Ach ja, übrigens noch eine andere medinesische Sura, Sura Mumtahina. Da steht, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ديني ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Medinesische Sura. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht bekämpft haben wegen eurer Religion und die euch nicht vertrieben haben aus euren Häusern, mit Güte und Gerechtigkeit zu behandeln. Ja. Was haben wir noch? So, schlag mal Sura 8, Vers 61 auf. So. Das heißt, wir sehen hier ganz klar und eindeutig, dass die Schlauberger besser mal aufhören, selektiv irgendwelche Koranverse aus dem Kontext heraus der Menschheit zu präsentieren, sondern eine ehrliche Herangehensweise wäre, dass man versucht, sich wissenschaftlich über solche Themen zu unterhalten. Aber wenn du dann sagst, in der Bibel steht, Lukas 14, Vers 26, wer zu mir kommt und hasst nicht seinen eigenen Vater, und hasst nicht seine eigene Mutter, und hasst nicht seine eigene Frau, und hasst nicht seine eigenen Kinder, und hasst nicht seinen eigenen Bruder und seine eigene Schwester, er kann nicht mein Anhänger sein. Wenn du den Vers bringst, dann sagt er, ja, man muss den Kontext verstehen, man muss andere Verse heranziehen. Stimmt, ja, ich sage fairerweise, das ist richtig, das ist korrekt. Wir können nicht über die Bibel urteilen, anhand von einem Vers, den wir völlig unwissenschaftlich und selektiv aus dem Kontext heraus herausziehen und wir bauen dann darauf unser Urteil auf. Geht nicht. Aber warum nicht beim Koran, beim Islam dieselbe Herangehensweise?
Hast du? Solch ein anderer Vers, der sehr gerne benutzt wird. Auch in einer Kriegssituation. Ja. وَإِن جَنَحُوا لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهُ. Ja, لَهَا. Und wenn sie sich dem Frieden zuwenden, dann wendet ihr euch auch dem Frieden zu. Warum werden solche Verse nicht erwähnt? Wird nicht erwähnt. Dann haben wir noch andere Verse. Und all diese Verse, die genannt werden, da siehst du, im Endeffekt ist es folgendermaßen, dass weder auf den Kontext geachtet wird, noch auf irgendetwas anderes. So. Dann wollte ich mal die Kriege erklären. Wir sind auf einige Verse eingegangen. Ja. Und mir reicht es auch einfach zu sagen, dass derjenige, der mit Koranversen den Muslimen beweisen will, dass sie jeden töten sollen, weil das wollen die ja anscheinend, die wollen Probleme haben, ja. Wer mit Koranversen den Muslimen beweisen will, dass sie jeden töten sollen, ja, der soll bitte diese Koranverse wissenschaftlich und objektiv behandeln. Und man sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Sonst machen wir Schlangen und nämlich die Bibel auf. Und dann geht's ab nach Numeri 31 und Matthäus 10, Vers 34 und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Ach ja, genau. Dann wird ja erzählt, ja, das steht ja im Alten Testament. Ja, stimmt, steht im Alten Testament. Und laut Bibel zitiert Jesus aus dem Alten Testament. Und laut Christentum ist Jesus Gott. Und dann hätte Jesus ja das Alte Testament herabgesandt. Und dann hätte Jesus ja befohlen, männliche Kinder zu töten bei den Midianitern. Wenn das so ist. Wenn er Gott ist, dann hat er ja auch... Oder sind die sich uneinig, der Vater und der Sohn? Die Frage muss man sich selber beantworten. Auf jeden Fall. Die Kriege selber. Wenn wir uns die Sira des Propheten, Frieden und Segen, mit ihm anschauen, dann sehen wir, dass prinzipiell gegen drei Gruppen Kriege geführt wurden. Drei Gruppen. Und dann schauen wir uns das mal an, was da passiert ist. Erste Gruppe, Götzendiener. Zweite Gruppe, bestimmte Gruppen von Juden. Drittens, bestimmte Gruppen von Christen. Ich sage extra nicht die Christen und ich sage extra nicht die Juden. Okay, fangen wir an mit den Götzendienern. Da sehen wir beispielsweise, dass die großen Schlachten und dass der Krieg im Allgemeinen von wem angefangen wurde? Von den Götzendienern. Wir haben eben schon erwähnt, dass die Götzendiener von Mekka, die eine überwältigende Mehrheit darstellten, die Muslime verfolgt haben, gefoltert haben, getötet haben und ihr ganzes Hab und Gut geklaut haben. Das haben wir eben schon erwähnt. So, was ist dann passiert, als die Muslime nach Abessinien ausgewandert sind? Da haben die Mekkaner eine Delegation dorthin geschickt mit Amr ibn As, die diese Muslime zurückholen sollte, um sie platt zu machen. Das heißt, obwohl die Muslime ausgewandert sind, haben die Götzendiener sie nicht in Ruhe gelassen und weiter bedroht. Als die Muslime nach Medina ausgewandert sind, haben sie weiterhin versucht, Pläne zu schmieden, um die Muslime kaputt zu machen dort. So. Das heißt, wer ist hier der Aggressor? Der Aggressor ist hier ganz klar. Wer? Die Muschrikun. So. Aber natürlich die Blinden und die Doofen, die fangen dann an und wollen sogar eine Tatsache, die nicht mal Orientalisten leugnen, verdrehen. Und fangen dann an mit, ja, Mohammed, der hat Karawanen überfallen. Oh. Wieder, merkt ihr was? Ohne Vorwort, ohne Nachwort, ohne Kontext. So. Stell dir erstmal eine Frage. Was haben wir eben gesagt? Wir haben eben gesagt, der alles Hab und Gut, was die Muslime hatten, wurde ihnen weggenommen, richtig? Alles Hab und Gut, was sie hatten, wurde ihnen weggenommen. So. Wenn ich jetzt 10 Euro habe und er hier, obwohl er so ein feiner Kerl ist, der nimmt mir 10 Euro weg. Was ist näher an der Gerechtigkeit, wenn ich mir 5 Euro zurücknehmen kann oder wenn er die 10 Euro behält? Wenn ich mir 5 Euro zurücknehmen kann.
weil dann bin ich wieder näher an der Gerechtigkeit. Aber eigentlich muss ich mein ganzes Vermögen zurückbekommen. Das heißt, wenn hier einer von Karawanenüberfällen redet, dann redet er davon, dass Muslime sich ihr Hab und Gut wiedergeholt haben, das ihnen vorher gestohlen wurde und ihnen rechtmäßig zusteht. Ganz klar. Und jeder, der, aber natürlich, das sehen natürlich die Blinden nicht. Wir sehen was anderes. Zweite Sache. Dann kam es zur Schlacht von Badr. Wo war die Schlacht von Badr? Die Schlacht von Badr war in der Nähe von Medina. Oder näher zu Medina als zu Mekka. Warum? Weil Abu Jahl unbedingt diese Schlacht wollte und obwohl er den Tipp bekommen hat, zurückzugehen und obwohl keine Gefahr mehr bestand, wollte er sich 3 Tage an diesem Ort aufhalten und sie haben diese Schlacht gesucht und diese Schlacht verloren. Die Schlacht von Uhud. Übrigens, die Schlacht von Badr war wann? 17. Ramadan, Jahr 2 nach der Hijra. Die Schlacht von Uhud. 7. Shawwal, Jahr 3 nach Hijra. Wie ist es dazu gekommen? Die Mushrikun haben 3000 Soldaten zusammengebracht und 3000 Kamele und sind auf eine völlig unterlegene muslimische Armee mit 700 Leuten getroffen und kein einziges Reittier nach der authentischsten Überlieferung. Als der Prophet gehört hat, dass sie kommen wollen, um Medina anzugreifen, hat er Shura unter seinen Gefährten gemacht. Er hat sie gefragt, was machen wir? Warten wir in Medina oder gehen wir raus vor Medina? Und der Prophet, Frieden und Segen mit ihm, war der Meinung, dass man in Medina wartet, damit die Frauen auch von den Häusern Steine runterwerfen können. Aber die meisten Sahaba waren dafür, dass der Prophet rausgeht Richtung Uhud. Und Uhud ist praktisch heute direkt an der Grenze zu Medina. Früher war natürlich Medina, die Stadt Medina, viel kleiner. Und da kam es dort zur Schlacht, die als Niederlage gewertet wird. Die nächste große Schlacht im Jahre 5, die Schlacht von Al-Ahzab, dafür ist die 33. Sure des Korans herabgesandt worden. Bei dieser Schlacht haben die Mushrikun 10.000 Soldaten zusammengebracht. 10.000 Soldaten. Und die sind unter anderem unterstützt worden von den Juden von Banu Nadir, die nach Khaybar gegangen sind. Ja? Und die haben Ratafan, einen Stamm Ratafan, auf der arabischen Halbinsel Geld gegeben, dass sie die Muslime ausrotten. Der Plan war, die Leute auszurotten. So, wer hat angegriffen? Daraufhin haben die Muslime einen Graben gegraben, um sich zu verteidigen. Von 12 Kilometer Breite, 5 Meter Tiefe und 5 Meter, oder 12 Kilometer Länge, 5 Meter Tiefe und 5 Meter Breite. Wer hat diese Schlacht angefangen? Und so zieht sich die Geschichte mit dem Mushrikun wie ein roter Faden durch die Gezierer des Propheten a.s. Aggressionen von A bis Z. Und wer was anderes behauptet, der leugnet sogar das, was Orientalisten wie Rudi Paret sagen. Und das sind keine Muslime. So. Dann ging es weiter. Im Endeffekt hat der Prophet, Friede und Segen mit ihm, im 8. Jahr fast ohne Kampf Mekka zurückerobert oder Mekka erobert. Was ist dort passiert? Er hat Mekka zurückerobert. Und was hat er zu den Mekkanern gesagt? Bis auf einige Ausnahmen hat er gesagt, geht, ihr seid frei. Das ist im 8. Jahr. Wie viele Jahre sind das jetzt? 13 Jahre Mekka, 8 Jahre Medina, das sind 21 Jahre. 21 Jahre von Unterdrückung. 21 Jahre, wo die Anhänger des Propheten getötet wurden. Und jetzt hat der Prophet, Friede und Segen mit ihm, die Macht über diese Leute, sie zu töten. Und er sagt, ihr seid frei. Bis auf einige Ausnahmen. Wo gibt es das? Wo gibt es das, dass Leute freigelassen wurden, die vorher meine Anhänger getötet haben, die vorher meine Anhänger unterdrückt haben, die vorher meine Anhänger gefoltert haben, die uns vorher alles haben und gut genommen haben und die werden einfach so begnadigt, bis
bis auf einige wenige Ausnahmen. Wo gibt es das? Wo gibt es das? Gibt es nirgendwo. Das ist die Barmherzigkeit des Propheten, Frieden und Segen mit ihm. Und Abu Sufyan, radiallahu anhu, der nachher den Islam angenommen hat, der nach der Schlacht von Badr im zweiten Jahr der Führer des Krieges gegen die Muslime wurde, der kam im achten Jahr zum Propheten. Und was hat der Prophet gemacht, Frieden und Segen mit ihm? Hat er ihn getötet? Wenn er doch so blutrünstig gewesen wäre. Abu Sufyan kam ganz alleine, hatte keine Macht mehr. Und die Muslime waren am Campen mit Feuern. Viele, 10.000, nichts machen können. Was hat der Prophet gemacht? Er hat ihn zum Islam eingeladen. Und hat Abu Sufyan dann begnadigt. Hat Abu Sufyan dann begnadigt. Die schlimmsten Feinde begnadigt. Warum wird das nicht erzählt? Warum wird selektiv auf den Hassseiten immer nur das erwähnt, was den Hassern in den Sinn kommt und was ihre Propaganda unterstützen wird? Was? Warum? Weil man Hass schüren will, weil man Ängste schüren will, weil man Leute mobilisieren will. Und ich will euch eine Sache sagen. In Mönchengladbach letzte Woche, ja, da kamen irgendwelche Rechtsradikalen und schmissen dort mit Flaschen und wollten auf uns losgehen. Ja? So, was haben unsere Leute gesagt? Stehen bleiben. Da raushalten. Dann hat die Polizei natürlich, so wie es die Aufgabe der Polizei ist, diese Rechtsradikalen, kann jeder nachlesen, hat die abgeführt. Und dann die Personalien aufgenommen. So. Dann siehst du auf den Hassseiten von einem Wilfried Schulz, wie er sich darüber beschwert, dass die Polizei die Kundgebung der bösen Salatfistel geschützt hat. Was? Hallo? Was soll das heißen? Das soll heißen, ganz klar, guck mal. Also er beschwert sich darüber, dass die Polizei die Kundgebung der Salafisten geschützt hat. Vor wem? Wer war denn da? Da waren Rechtsradikale, die mit Flaschen geschmissen haben. Ach so, das heißt also, der Herr Schulz, der das geschrieben hat, der hätte es gerne gesehen, dass diese Rechtsradikalen auf uns draufgehen und dass es dann zu einer riesengroßen Massenschlägerei kommt. Guck mal, manchmal verraten sich die Leute, das ist ganz klar. Ich meine, man muss nur eins und eins zusammenzählen können. Was hat er denn gedacht, was dort passiert? Hat er gedacht, da kommen irgendwelche Asoziale, die sich morgens um 14 Uhr am Besaufen sind mit der Whiskyflasche und schreien da alkoholisiert und aggressiv herum und schmeißen Flaschen? Haben die gedacht, dass die Polizei da einfach zuguckt? Und das sind die Leute, das sind die Leute, die das Grundgesetz verteidigen wollen. Da fällt dir nichts mehr ein. Da fällt dir nichts mehr ein. Ja, wenn das Grundgesetz solche Leute braucht, um es zu schützen, dann braucht es keine Feinde mehr. Ganz sicher. Ja, guck mal, was für eine Logik. Und dann gehst du auf die Hassblocks und die sind das alle am Feiern. Die sind das alle am Feiern. Ha, hätten die mal ein paar auf die Schnauze bekommen. So, ja. Guck mal. Da weißt du doch, wozu diese Hetze geführt hat. Wozu diese Hetze geführt hat. Ja? Als hier Anders Breivik, da, wie viele waren es? Ich glaube, 70 sozialistische Jugendliche getötet hat. Da haben sie sich plötzlich, haben sie gesagt, ja, das wäre ja nicht nötig gewesen. Ja, warum ausgerechnet die Kinder und so? Ja, aber was hörst du da raus? Da hörst du raus, ja, wenn es andere gewesen wären, ja. Weil man muss sich ja verteidigen. Man muss sich ja verteidigen, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist, weil das, die sind ja alle so gefährlich. Ich wollte nur eine Sache sagen. Hier, von denen, die heute hier stehen, ja, damit man keine Sachen durcheinander wirft, weil das kommt dann auch immer. Da kommt irgendeiner, irgendein Türk oder irgendein Araber hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, der tritt auf der Straße mit fünf Freunden. Der ist selber bekifft, tritt auf der Straße mit fünf Freunden einen Deutschen ins Krankenhaus und dann nennen die das, siehst du, das haben die gemacht wegen Islam, wegen Dschihad. Das ist Dschihad bei denen. Okay.
Okay. Wer glaubt, jetzt sind heute die radikalen Salafisteln hier, Alhamdulillah, die gefährlichen. Wer von euch glaubt, dass so eine Tat, dass man einen deutschen Bürger, der nicht Muslim ist, hier packt, zusammenschlägt auf der Straße mit 5, 6 Mann. Wer glaubt von euch Muslimen, dass das Dschihad ist? Wer glaubt, dass das im Islam nicht erlaubt ist? Takbir! 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 Muss mal raus, bitteschön. Ehrenmord. Wer glaubt, dass Ehrenmord vom Islam ist? Wer glaubt, dass man das darf? Von euch? Wer glaubt das? Keiner? Du? Du hast doch keine Ahnung. Dich kenne ich. Das ist mein Neffe, Alhamdulillah. Nee, der macht nur Spaß. Ich glaube, der will auf die Bühne. Der ist Mashallah. Auf jeden Fall, wer glaubt, dass das ein Verbrechen ist? Mashallah. Deswegen hat man noch nie gehört, dass Salafisten Ehrengemordelt haben. Richtig? Wer glaubt, dass man das Zwangsheirat vermisst, dass man das machen darf? Einfach so, die Tochter will einen Mann nicht heiraten. Los, komm jetzt, los, du. Wer glaubt, dass das erlaubt ist? Keiner. Wer glaubt, dass das verboten ist? Alhamdulillah, seht ihr? Alles coole Leute. Mashallah. Da fragt man sich, gegen wen die Leute eigentlich protestieren. Bevor. Aber die haben Angst vor uns. Die haben Angst. Alhamdulillah. Und da musst du dir vorstellen, in Mönchengladbach, wisst ihr, was sie in Mönchengladbach gerufen haben? Mörder. 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 Mashallah. Wen haben wir ermordet? Aber das Problem ist, wenn man den ganzen Tag auf PE News rumchattet, mit der Zeit werden dann die Augen und das Wahrnehmungsvermögen wird dann gestört und dann ist man reif für die Ballaballaburg. Ja? Dann denkt man, man wird von überall verfolgt. Die gehen den ganzen Tag so durch die Straße. Die Muslime wollen uns töten. Wo sind die denn? Ja, so sieht das aus. Du hast das Gefühl, die müssen den ganzen Tag mit dem Panzer durch ihre Straße fahren, weil da so in die Post abgeht. Aber das ist das, wenn man sich ständig in eine Sache hineinsteigert und die Augen und die Ohren zuhält, dann kommt am Ende keine einzige Information mehr an. Aber Alhamdulillah. Wie gesagt, das waren eben die Kriege mit den Muschelkuhn. Jetzt gehen wir auf die Kriege mit den Juden ein. Die Kriege, die der Prophet mit Juden geführt hat. Als der Prophet Friede und Segen mit ihm nach Medina gegangen ist, ja, da gab es dort drei jüdische Stämme. Der erste war der Stamm von Banu Nadir, der zweite war der Stamm von Banu Qaynuqa und der dritte war der Stamm von Banu Qurayza. Als der Prophet dorthin gegangen ist, hat er mit den Juden einen Vertrag abgeschlossen, dass man friedlich miteinander lebt, dass die Juden Religionsfreiheit haben und ihre Religion frei praktizieren können und dass man sich sogar gegenseitig hilft gegen einen Angreifer, der Medina angreift. Aber was ist passiert? Der Stamm von Banu Qaynuqa hat eine muslimische Frau angegriffen und einen muslimischen Mann getötet. Was hat der Prophet daraufhin gemacht? Er hat sie daraufhin aus Medina verbannt. Er hat sie nicht exekutiert, verbannt, rausgeworfen, am Leben gelassen, nachdem sie den Vertrag gebrochen hat. Das heißt, wer ist hier der Aggressor? Von wem ging die Aggression aus? Von denen. Und um Sicherheit zu gewähren und dass es nicht zu einem größeren Blutbad kommt, hat er sie aus Medina verbannt. Der zweite Stamm war Banu Nadir. Übrigens, die Schlacht mit Banu Qaynuqa war zwischen dem zweiten und dem dritten Jahr, also nach der Schlacht von Badr. Die dritte Sache, der zweite Stamm war Banu Nadir. Banu Nadir haben einen Komplott gemacht, wie sie den Propheten Friede und Segen mit ihm töten. Und sie haben einen Mordversuch auf ihn gestartet. Was hat der Prophet Friede und Segen mit ihm darauf gemacht? Ist er hingegangen, hat sie alle abgeschlachtet? Nein, er hat sie vertrieben. Von wem ging die Aggression aus? Von Banu Nadir, ganz klar. Dritter Stamm,
Und das mögen die Islamhasser immer, diese Geschichte. Ja? Weil es dort jetzt zum Krieg, wirklich zum Krieg kam. Mit dem Stamm von Banu Qurayza. Da steht dann, ja, er hat so und so 700 Juden getötet. 700 wurden getötet. Dann fragst du, warum, weshalb, wieso? Keine Antwort. Wird nur erwähnt, sie getötet worden. Wenn ich erzählen würde, im Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten so und so viele Deutsche getötet. Ja. Ohne Vorwort, ohne Nachwort, ohne Kontext, ohne Zusammenhang. Wie würde man das nennen? Das würde man perfekte Geschichtsfälschung nennen. Es ist eine perfekte Geschichtsfälschung, von einem Krieg zu reden, von einer Opferzahl zu reden, ohne den Kontext zu erwähnen. So. Der Kontext dieser Geschichte ist aber, dass sie einen Vertrag hatten, wie ich schon gesagt habe, und dass die Juden von Banu Nadir nach Khaybar gegangen sind und von dort aus geplant haben, den Propheten und die Muslime auszurotten. Sie haben Ratafan bezahlt, einen Stamm, und haben die Mushrikun aus Mekka aufgehetzt. Aufgehetzt, die Muslime zu töten. Daraufhin, also durch die Juden von Banu Nadir, sind 10.000 Soldaten auf Mekka zumarschiert, um Mekka dem Medina dem Erdboden gleich zu machen, um die Muslime zu schlachten. Und ein Teil der Verteidigung von Medina war der Stamm von Banu Nadir. Weil, man muss sich vorstellen, Medina liegt nördlich von Mekka. Und Banu Qurayza hatte ihre Festungen südöstlich von Medina. Wenn also jetzt die Armeen der Gegner kommen, müssen die an Banu Qurayza vorbei. Und südlich von Medina gibt es ganz dicht, gab es damals ganz dichten Palmbau südwestlich. Da konnten die also nicht vorbei, also sie mussten an den Festungen von Banu Qurayza vorbei. So. Und westlich und östlich von Medina gab es vulkanische Steine und Felsen, wo es sehr schwer war durchzukommen. Also konnten die Mushrikun, die Götzendiener, nur südöstlich durch die Festung von Banu Qurayza durch und am Norden reinkommen bei Medina. Ansonsten hatte Medina einen natürlichen Schutz. Im Norden haben die Muslime dann diesen Graben gegraben von 12 Kilometer Länge, 5 Meter Breite und 5 Meter Tiefe. So, und jetzt, während die Mushrikun praktisch auf der anderen Seite des Grabens standen und versucht haben, den Graben zu überqueren, die Kunde zum Propheten, Friede und Segen mit ihm, dass Banu Qurayza, also der jüdische Stamm von Banu Qurayza, sich den Götzendienern angeschlossen hat, obwohl die, also dass die Juden von Banu Qurayza den Propheten verraten haben. Obwohl sie Religionsfreiheit hatten, obwohl sie das Recht hatten, ihr eigenes Vermögen zu haben, etc. Wurde er verraten. Sie haben das gemerkt, weil der Prophet a.s.w. einige Leute hatten, die Situation beobachtet hatten und die gesehen haben, wie sie ihre Ernte reingeholt haben und damit die Mushrikun versorgt haben. Weil es ging ja darum, dass die Mushrikun, die Götzendiener, an dem Graben nicht vorbeikommen und dann wieder zurückkehren müssen, um Blutvergießen zu vermeiden, weil sie halt nun mal kein Essen und kein Trinken dort haben und keine Versorgung haben. So, jetzt zwingen die Juden an, sie zu versorgen und machten ihre Tore auf für die Nichtmuslime, für die Mushrikun. Und daraufhin kam es nachher zu der Schlacht von Banu Qurayza, wo im Endeffekt durch den Befehl von Gott diesmal, die Zahlen gehen auseinander zwischen 400 und 700, getötet wurden. Aber wer hat hier angefangen? Wer hat hier versucht, nach all der Gnade, die der Prophet vorher schon den Stämmen gezeigt hat, den Propheten zu töten und die Muslime auszurotten, obwohl sie alle Rechte bekommen haben? Wer hat angefangen? Die Antwort ist ganz klar und deutlich.
Und deswegen, wenn jetzt einer kommt mit, ja, aber sind ja getötet worden. Und deswegen kann Mohammed kein Prophet sein. Dann sagen wir, schau mal in Numeri 31. Moses und die Midianiter, wie dort verfahren wurde. Denn hier wurden keine Kinder und Frauen getötet, aber dort wurden laut Bibel Kinder und Frauen getötet und nur die Jungfrauen am Leben gelassen. Laut Bibel. Ja? Auf Befehl Gottes. Das nur dazu. Da wird man meistens sauer, aber das ist halt nur eine Tatsache. Jeder kann zurückgehen, ja? Numeri 31 in der Bibel nachschauen, dann wird das sehen. So. Das war die dritte Schlacht. Dann kam die vierte Schlacht mit den Juden von Cheba. Cheba wurde belagert. Warum? Weil sie vorher eine Gefahr darstellten und Ratafan bezahlt haben, um den Propheten anzugreifen. Das heißt, von denen ging eine Gefahr aus. Und schaut euch diese Heuchelei an. Heutzutage wird von westlichen Armeen werden bestimmte Länder angegriffen, angeblich, weil die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt wird. Ja? Ja, weil es könnte ja sonst sein, dass die irgendwas machen. Aber hier, wo man tatsächlich gesicherte Indizien hat und auch tatsächlich Beweise dafür hat, dass die eine Kraft haben, wirklich etwas Schlimmes zu tun, da ist das Terrorismus und da ist das, sind das Friedensaktivisten oder Feuerwehrleute. Die Brunnen bauen. Brunnenbauer, genau. Brunnenbauer sind das. So sieht die Sache aus. Heuchelei. Und wenn du dagegen was sagst, dann bist du Hassprediger. Und die, die dann am meisten gegen dich hetzen, sind dann Innenminister, die irgendwann abgesetzt werden. Wie dieser, wie heißt der, Friedrich. Ja, wir wollten für die Politiker auch sagen, also, ihr habt ja ein Aussteigeprogramm für sogenannte Salafisten gemacht. Wir machen auch ein Aussteigeprogramm für sogenannte für Politiker. Machen wir auch ein Aussteigeprogramm. Wenn ihr aussteigen wollt, könnt ihr gerne zu uns aussteigen. Von der ganzen Heuchelei. Auf jeden Fall. Das waren die Kämpfe mit den Juden. Die nächsten waren die Kämpfe mit den Christen. Die erste war die Schlacht von Daumatul Jendel. Hier ging es darum, dass sie sich versammelt haben und Medina angreifen wollten. Der Prophet Frieden und Segen mit ihnen ist ihnen zuvorgekommen. Die zweite Schlacht war die Schlacht von Mu'ta, wo im christlichen Gebiet auf der arabischen Halbinsel Boten des Propheten getötet wurden und der Prophet a.s. eine Armee dorthin geschickt hat. Von wem ging die Aggression aus? Wieder von den anderen. Und da haben sie mit 3000 Muslimen gegen 200.000 Römer gekämpft. Beziehungsweise Byzantiner. Die nächste Schlacht war die Schlacht von Tabuk, wo der Prophet Friede und Segen mit ihm mitbekommen hat, dass die Byzantiner eine große Armee stellen wollen, um Medina anzugreifen. Und der Prophet Friede und Segen mit ihm ist ihnen entgegengekommen. Und es kam am Ende nicht zum Kampf. Und deswegen, das ist die Geschichte so. Gib mir mal kurz das Buch. Wo ist das Buch, was ich mitgebracht habe? Ich habe hier ein interessantes Buch. Das heißt Akhlaq al-Hurub fi Sunnati Nabawiyyah. Das heißt das Benehmen, die Etikett des Krieges in der Sunna des Propheten Frieden und Segen mit ihm. Natürlich habe ich jetzt schon lange geredet und es ist mir nicht möglich, jedes einzelne Detail zu erwähnen. Das ist von Dr. Rarib Sirjani. Er ist ein ägyptischer Doktor, den ich auch schon persönlich kennengelernt habe, der in der Geschichte spezialisiert ist. Und er hat hier auf der Seite 131 von seinem Buch hat er eine Skizze gemacht, wie viele Tote es zur Zeit des Propheten a.s. gab und wie groß die die Armeen waren. Und da kommt am Ende raus, dass bei all diesen Kriegen 262 Muslime getötet wurden, Shahid wurden. Und dass bei all diesen Kriegen 1022 Götzendiener bzw. Nicht-Muslime getötet wurden. 1022. So. Und da hat er das mal verbunden mit der Anzahl der Armeen, also der hat das
verbunden, wie groß waren die Armeen, wie viele sind gestorben. Da kam am Ende bei raus, dass 1% der Muslime getötet wurden und 2% der Nichtmuslime. Das heißt, dass 1,5% der Leute, die in den Krieg gegangen sind, gestorben sind. Dann hat er das verglichen mit dem Zweiten Weltkrieg. Und wie viel Prozent sind dort gestorben? 365%. Wieso? Weil so sehr auf die Zivilbevölkerung eingebombt wurde. Hier hat sich der Krieg auf dem Schlachtfeld vollzogen. Aber wir wissen selber von dem Pseudo-Friedensaktivisten Henry Truman, der die Atombombe auf Nagasaki und Hiroshima geworfen hat. Wir wissen selber natürlich auch, was die deutschen Armeen insbesondere bei dem Barbarossa-Feldzug fabriziert haben in der ehemaligen Sowjetunion. Wir wissen aber auch, was beispielsweise Churchill in Dresden fabriziert hat, wo ganz gezielt auf Zivilbevölkerung geschossen wurde. Aber wehe, das sagst du heute. Da bist du nachher noch stigmatisiert, das darf man nicht aussprechen. Das heißt, da sind Millionen von Zivilisten zu Tode gekommen. Und die Nachfahren davon, die wollen uns heute erzählen, wie gewalttätig die Muslime sind. Aber natürlich, die brauchen jetzt eine Antwort darauf. Und jetzt kommen die euch mit der Antwort. Ja. Die sagen, durch die Nazis sind 60.000 getötet worden, durch Stalin sind 60 Millionen getötet worden, durch Stalin sind 50 Millionen getötet worden, durch Mao Zedong sind 50 Millionen getötet worden oder wie auch immer die genauen Zahlen sind. Und dann sagen sie, und durch die Muslime sind 200 Millionen oder so getötet worden, so eine Zahl. Da habe ich versucht, mal die Zahl, wollte ich mal rauskriegen, wie die auf diese Zahl kommen. Habe ich mal geguckt. Und da habe ich es dann gefunden. Aha. Beim Krieg so und so sind schätzungsweise, dann stand dann in den Klammern, das ist eine grobe Schätzung. Eine sehr grobe Schätzung. Das heißt, die haben dann alles mitgezählt. Das heißt, wenn es hier einen Ehrenmord in Deutschland gibt, dann zählen die dann auch mit zum Dschihad. Das sind die Leute, die durch die Muslime getötet wurden. Dann müsstest du laut dieser Rechnung, müsstest du jedem, der bei einem Raubverbrechen in Amerika ums Leben kommt, und das sind genügend, den müsstest du dann mit in die Rechnung reinsetzen für die, wer durch die Christen ums Leben gekommen ist in Hamburg. Wie gesagt, das sind kurze Worte, liebe Geschwister. Und ich wollte die auch an euch bringen, um das Selbstbewusstsein zu stärken.